Reaction it in, man. Auf jeden Fall haben wir heute ein Video von Ketzer der Neuzeit. Und zwar heißt das Video, als Ungeimpfter Handschläge bekommen, Fragezeichen. Soziales Experiment. Und da gibt's die nächsten Stinkefinger. Der zweite des Tages ist ganz interessant. Wenn ich jetzt nochmal nervt, trau ich dir als in die aus gesundheitlichen oder aus politischen Gründen? Ob du mich als Mensch noch respektierst, ja. Genau. Ach Mensch, sehr süß von dir. Also vielen das Dank. Das mache ich aber auch. Oh, dabei. Wahnsinn. Da geht mein Herz auf. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. So Leute, wir gehen jetzt mal rein, Digga. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Der eine Bruder hat schon in die Kommentare reingeschrieben. Fühle ich auf jeden Fall. Und zwar haben wir so eine Art Straßenumfrage heute. Boom, wir gehen mal auf die Reaktionsoberfläche. Reaction it in, man. Auf jeden Fall haben wir heute ein Video von Ketzer der Neuzeit. Und zwar heißt das Video, als Ungeimpfter, also in Klammern, Handschläge bekommen, Fragezeichen. Soziales Experiment. Ich habe vorhin schon mal ein bisschen reingelurrt, aber jetzt werden wir uns das mal zusammen reinziehen. Es sind 8 Minuten. Let's do it, man, Alter. Ich habe jetzt ein anderes Schild. Jetzt bin ich ungeimpft. Ja. Gibt es jetzt eine Hand? Ja, nicht. Immer noch nicht. Weniger. Noch weniger. Gibt es da die erste? Bei Ihnen. Und da gibt es die nächsten Stinkefinger. Der zweite des Tages ist ganz interessant. Machen wir einen Tanz, so ein Samba, so salsa-mäßig. Machen wir einen Tanz. Samba, so salsa-mäßig. Salsa, Edin, man. Jetzt nochmal nervt, trau ich dir alles in die Fresse. Heute werde ich meine Pappschilder für mich sprechen lassen. Ich bin ein Geimpfter, können wir uns die Hand geben und danach direkt im Anschluss. Huch, da fällt es auch schon runter, weil es so politisch unkorrekt ist. Ich bin ungeimpft, können wir uns die Hand geben. Entschuldigen Sie, die Dame. So, kurzer Fun-Fact an der Stelle, Freunde. Der Bruder, der diese Umfrage macht, ne? Und zwar, wer kann sich noch erinnern, dass ich folgendes Video aufgenommen habe in Berlin? Corona-Demo in Berlin, Eskalation, bla bla bla. Könnt ihr euch erinnern? Ich bin gerade auf dem Weg zum Rosa-Luxemburg-Platz. Fünfte 2020, Digga. Ja, wie soll ich sagen, in den Medien nicht ganz so dargestellt wird, wie es eigentlich ist. Heb die Stimme, ich scheiß auf Medien und alles, was sie predigen. Wenn von oben oder vom Gesetzgeber kommen würde, so, ihr könnt jetzt auch schießen auf die Leute, die sich jetzt versammeln, würdet ihr das machen? Wichtig. Wichtiges Video. Und zwar, guckt mal, wen wir hier haben. So. Also mich interessiert diese ganze Thematik, was hier gerade zurzeit abgeht. Das ist der junge Mann, den wir eben in der Straßenumfrage gesehen haben mit seiner Mom zusammen. Den habe ich damals auf der Corona-Demo getroffen und dann haben wir uns da ausgetauscht. Und dann haben wir sogar im Nachhinein ein bisschen miteinander geschrieben. Und lustiger Zufall war, dass er in der Zeit, wo ich in Mexiko war, war er in Costa Rica gewesen und hat mich auch eingeladen, komm mal vorbei. Irgendwie hat es leider nicht funktioniert wegen den ganzen Umständen, die so am Start waren. Aber wir haben immer noch Kontakt. Er hat mir geschrieben, dass er jetzt gerade in Berlin ist und hat mir auch seine Videos zugeschickt, hat gesagt, dass er jetzt so eine Art von Straßenumfragen macht. Und er aber wieder ab nächstem Jahr auch wieder in Costa Rica sein wird. Und wenn ich Bock habe, dass ich dann vorbeikommen kann. Also ich werde mich mit dem Dude auf jeden Fall mal noch irgendwie treffen, ob es hier in Deutschland ist oder in Costa Rica oder in Mexiko oder irgendwo. Auf jeden Fall finde ich, der ist echt ein sympathischer Typ. Der war mir damals auf der Demo schon sehr sympathisch und jetzt auch in seinen Videos. Wollte ich euch einfach nur mal kurz zeigen, dass ihr Bescheid wisst, dass ich den Bruder schon mal getroffen habe. Ich fand's cool. Und ja, Mann, hier waren wir. Bin geimpft. Cool, oder? Können wir uns die Hand geben? Na dann. Ein guter Start. Der erste Handschlag des Geimpften ließ circa 5 Sekunden auf sich warten. Auf die dritte Impfung. Der hat mich nicht mal eines Blickes gewürdigt. Okay, Nummer 2. Dreimal geimpft, bald das vierte Mal, können wir uns drauf eine Hand geben? Ja. Ja? Aber ich warte, meine Hand ist leer. Entschuldigung, können wir uns hier die Hand geben oder wie? Ja, bald das vierte Mal können wir uns drauf die Hand geben. Dann muss ich mal vor Gassi gehen, wa? Ja. Gut, danke. Ui, der ist aber schön. Fast so schön wie die dritte Impfung. Können wir uns da die Hand geben oder wie? Nö. Moin, moin. Sag's hier. Auf die dritte Impfung. Martin hat ein Abo auf Stufe 1 da gelassen. Ich küsse dein Herz, Bruder. Danke für den Support, Bre. Mua. Ja, ich hab's schon. Ach so, na bald die vierte. Dauert nicht mehr lang. Ja. Jawohl, na dann. Schönen Tag dir noch, wa? Schön mit dir. Guten Abend, die Herrschaften. Guten Abend, guten Morgen an der Stelle. Können wir uns hier die Hand geben, oder wie? Ja, ja. Ja, sehr schön. Bald die vierte, geht's los dann? Oh ja. Ja. Das an der Stelle kam mir bekannt vor, Digi. Ja. Oder die Faust. Na, jetzt, das. Ah, machen wir so. Hey. Auf die dritte Impfung. Nee, ich frage mich auch, wer hier sagt, dass er mir nicht die Hand geben will. Das kommt mir fast vor, als wäre das hier Verschwörungsnazis auf der Straße. Kann ich das so sehen? Der ist hart, Bruder.
gucken. Nazis auf der Straße, Bruder. Der war gut. 4 Minuten und es fühlt sich an wie eine halbe Ewigkeit und auch irgendwie ein bisschen, ja, albern. Super, schönen Tag noch. Nee, aber bald die 3. Impfung, dann geht's aber. Dann können wir uns die Hand geben. Dann die 4., dann die 5. Wie oft, wenn ich fragen darf? 3. Nächstes Jahr geht's weiter. Gibt's die 4., 5., 6. Ja, das sind wir auch klar. So muss das sein, wa? Das haben wir so muss das. Ja, ja. Naja, muss man akzeptieren. Ja. Super. Ah, super. So, bitte sehr. Ja, dachte, als Geimpfter. Muss man da wenigstens den Handschuh ausziehen. Ja, stimmt. Aber viele Leute sind ja heutzutage sehr ängstlich. Würden Sie denn mir auch die Hand geben, wenn ich ungeimpft wäre? Nee. Wahrscheinlich nicht. Aus gesundheitlichen oder aus politischen Gründen? Beides. Beides. Ein paar Sekunden. Oh Mann, ey. Der Mann direkt. Nö. Später. Australien. Was denken Sie, was die Aborigines sagen? Und keiner nimmt. Die werden zwangsgeimpft. Wie fürsorglich die sind. Ja. Das ist ein Zeichen von Fürsorge. Muss ich sagen. Und die Quarantäne. Und das Video nebendran, das ist heftig. Das ist heftig, dieses Zeichen von Fürsorge und im Video nebendran schmeißen die da in irgendwelche LKWs rein, um die zu impfen, so. Läuft das ehrlich in Australien so gerade ab, Bro? Lager in Australien genauso, das ist ein kleines Luxushotel. Wenn sie alle geimpft würden, nur die Einheimischen, dann würde ich sagen, siehst du, so versuchen die Leute auszurotten. Das war es eben mal mit dem freien Willen, lange ist es her. Machen das verkehrt. Na dann, schönen Tag hier noch. Es wird Zeit. Ab jetzt betreten wir politisch unkorrektes Gebiet. So schnell ändert man seine Meinung, aber das nennt man dann einfach wissenschaftlicher Fortschritt. Ich bin ein Ungeimpfter. Können wir uns die Hand geben? Moin Moin. Fangen wir bei euch gleich an. Bekomme ich hier einen Handschlag, auch gerne mit Handschuh? Bitte was? Nee. Ungeimpft bin ich. Nee. Wahnsinn, ich entblöße mich hier in der Öffentlichkeit. Gibt es da einen Handschlag bei dir? Das ist jetzt sozusagen, als ob ich zustimmen würde, dass es in Ordnung ist, dass du ungeimpft bist. Ob du mich als Mensch noch respektierst, ja. Genau. Ach Mensch, sehr süß von dir. Also vielen das Dank. Das mache ich aber auch. Oh, Wahnsinn. Da geht mein Herz auf. Wahnsinn. Da geht mein Herz. Warum wir uns auf einmal alle in diese Richtung drehen? Naja, der ältere Herr von gerade eben hat in dem Moment, wo wir uns die Hand geben wollten, gerufen, nein, tut es nicht. Da geht mein Herz auf. Ich finde, also trotz dieser Differenz, dass ich geimpft bin und ungeimpft, oder man weiß ja nicht, was erzielt wird. Finde ich, also Solidarität in der Gesellschaft, das darf uns nicht spalten. So. Vielen Dank. Man muss einen Weg finden, wie man damit umgehen kann, dass Menschen sich impfen lassen. Stark. Nicht. Ja, trotz unterschiedlicher Meinung, da geht mein Herz auf und die Weihnachtsstimmung kommt hoch. Sehr schön. Na dann, wünsche ich euch einen schönen Tag, ja? Ach Mensch, gleich der nächste. Vielen lieben Dank. Ja, kein Problem. Sehr cool. Ja, da so sieht man sich doch, ne? Bis dann, ciao, ciao. jetzt. Die Hoffnung stirbt zuletzt, Freunde. Finde ich ein gutes Video, weil man da auch so sieht, so, keine Ahnung. Es gibt immer noch Menschen, die halt auch einfach Menschlichkeit an erste Stelle setzen, so, weißt du? Und schon das zweite Mal, glaube ich. Ich habe jetzt ein anderes Schild. Jetzt bin ich ungeimpft. Ja. Gibt es jetzt eine Hand? Ja, nicht. Immer noch nicht. Weniger. Noch weniger? Ja. Das ist ja dann nicht mal mehr, also sehr Wahnsinn. Na gut. Dann gebe ich beim nächsten Mal mehr Mühe. Ciao, ciao. Hey. Dann werden wir hier eine Hand geben, eine rechte Hand. Cool. Hey. Und schöne Mütze, gute Farbe. Sehr schön. Gleichfalls. Tschüss. Ich feiere sein Lachen auch. So diese Vibes. Na klar, das können wir gerne machen. Sehr schön. Na dann, schönen Tag dir noch, ja? Der macht einfach was passiert ist, war ja wirklich die Familie, wo der Vater dann noch von hinten geschrien hat, nein, gebt ihm nicht die Hand. Wahnsinn. Wie sieht's denn bei Ihnen aus? Haben Sie eine Hand frei? Ich habe auch die Handschuhe an. Mit Abstand, so hier. Affentheater, ja. Freie Meinung ist eben so ein Affentheater. Schönen Tag noch. Aha. Ja, aufregende Stimmung. Die Kinder gucken auch schon, was hier los ist. Ja, ich will mal so ein soziales Experiment starten, wie viele Handschläge ich heute mit dem Schild bekommen kann. Gibt's da die erste? Ich finde, du sollst dich trotzdem impfen lassen, aber ich weiß nicht, dass ich voll die Angst habe oder so. Okay, und dass wir uns nicht eine Hand geben können. Super. Cool. Ja, andere Meinung ist ja völlig in Ordnung. Ja. Eine Hand beim Joggen. Jetzt nochmal nervst, trau ich dir alles in die Bei Ihnen? Machen wir einen Tanz, so ein Samba, so Salsa-mäßig? Nee? Wenn du mich jetzt noch mehr nervst, dann hau ich dir eins in die Fresse. Voll trocken, Bruder. Trocken it in, man. Kein Tanz? Irgendwas muss doch hier sein. Kein Handschlag, kein Tanz. Ich bin auch ungeimpft. Sie sind auch ungeimpft? Na dann eine Faust. Einfach auf die Ehre. Sehr schön. Cool, schönen Tag noch. Ich bin genesen. Genesen ist doch auch cool. Aber der Handschlag, darum geht's doch. Der Charakter. Ach so, echt? Wahnsinn. Na dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ja? Gibt's hier eine Hand frei? Nee, die ist ja auch voll mit einer Tüte. Eine Faust. Und da gibt's die nächsten Stinkefinger. Der zweite des Tages ist ganz interessant. Habe ich beim Schild davor komischerweise nicht miterlebt.
Na gut, ja, ist natürlich auch experimentell, lesen und laufen gleichzeitig. Wir hatten uns doch schon mal für eine Umfrage gesprochen. Entschuldigen Sie, die Dame, erinnere ich mich da richtig? Das ist ganz lange her. Ja, ich bin aber nicht ungeimpft. Ah, super. Oh Mensch, dann können wir uns auch einen Handschlag geben. Sie war zum Beispiel geimpft, aber das ist völlig egal. Hauptsache, die Menschlichkeit bleibt da. Jawohl. Genau, das muss man schon selber entscheiden können. Richtig, so sieht's aus. Mhm. Mein Herz geht auf. Dann schönen Tag Ihnen noch, ja? Danke. Ciao, ciao. Nö? Okay, na gut, schönen Tag noch. Ja, klar, aber ungeimpft ist doch, was soll denn das? Ja, das ist so mit dieser freien Entscheidung, sowas ist das. Was soll denn das hier, ungeimpft? Handschlag mit Mindestabstand oder Faust, jawohl. Sehr schön, bei Ihnen auch. Ah, 50-50, na dann, schönen Tag euch, ja? Weniger. Mit Mindestabstand. Jawohl. Das ist schade, dass du ungeimpft bist. Ja, andere Meinung ist in Ordnung, aber Hauptsache, wir halten zusammen, denke ich, am Ende des Tages. Fazit: Die positiven als auch die negativen Reaktionen auf das Schild des Ungeimpften waren im Vergleich weitaus impulsiver. Wer hätte es gedacht? Vom Stinkefinger bis hin zu ey, saugeile Aktion war auch heute wieder alles dabei. Schreibt jetzt gerne mal unten in die Kommentare, was ich für das nächste Video auf mein Pappschild schreiben soll. Kommentare mit spannenden Ideen, die ich umsetzen möchte, sollen mit einem T-Shirt belohnt werden. Ich antworte dann auf euren Kommentar und wer weiß, vielleicht habt ihr dann auch bald schon ein neues T-Shirt der Kollektion. Souverän. Ein Zustand, in dem man unabhängig von fremden Interessen, frei von Zwängen sowie loyal gegenüber seinen eigenen Werten und Urteilen handelt. Mit dem neuen sonntäglichen Rabattcode Fürsorge10. Wie fürsorglich die sind. Ja. Das ist ein Zeichen von Fürsorge. Spart ihr auch nochmal entspannte 10% auf pizzaderneuzeit.de und unterstützt euch, gleichzeitig Freunde, die Arbeit hinter diesem Kanal. Ohne eure Unterstützung wäre das Ganze hier nicht möglich. Vielen Dank also an alle von euch da draußen und schaut gerne, solange es noch geht, bei uns auf Telegram vorbei. Wir sehen uns spätestens nächsten Sonntag um 18 Uhr wieder. Bis dahin, mein Name ist Leo. Ciao, ciao. Klickt jetzt gerne auf das obere Leo Video. Leo it out, man. Fast namensvetter sogar. Geht auf jeden Fall mal rein, unterstützt den Bruder, ich mag ihn. Ich finde das auch echt ein gutes Video. Einfach generell so ein bisschen aufmerksam zu machen, aber auch so die Reaktion zu bekommen, ist einfach interessant, weißt du, wie ich meine so? Auf jeden Fall gehen Grüße raus an Leo, Bro. Hoffentlich sieht man sich bald mal wieder, Digi. Ich küsse dein Herz, mach weiter auf jeden Fall. Lass dich nicht unterkriegen, Bruder. Wie fandet ihr das Video? Ist cool, oder? War cool, oder? Check mal den Content auf jeden Fall ab. Ich find's gut, dass es noch Leute gibt, die halt auch diese Sachen machen wie Straßenumfragen und so, aber sich auch an Themen ranwagen, die halt ein bisschen auch kontrovers sein können, auch mal anecken können an der einen oder anderen Stelle. Die Ecki-Vibes. Deswegen habe ich gedacht, ich supporte das mal mit einer Reaction auf den Bruder. Könnt ihr gerne auch mal auschecken und mal Feedback jetzt in den Chat reinschreiben, wie ihr es fandet.